Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Regierungsmitglieder, liebe Kollegen im Bundesrat und liebe Nachtschwärmer, die um die Uhrzeit noch vor den Bildschirmen unterwegs sind. Meine Rede muss ich ein bisschen ändern, und zwar in Anbetracht dessen, dass der Herr Bundesrat Bader heute ein bisschen wehleidig reagiert hat auf den Kollegen Steiner. Und es vor 4 Tagen auch noch eine Presseaussendung gab, die genau dazu passt, haben wir gedacht, muss ich den Anfang jetzt ein bisschen ändern. Ich möchte Ihnen etwas vorlesen. Und zwar Frau Kollegin Zwatzl, die ist jetzt nicht da, aber sie betrifft's. Das ist eine Definition, oder beziehungsweise steht das so auf einer Seite. Auch das Bild des Eisengitters, das bei der Verbrennung für die Trennung von groben Verbrennungsrückständen und Asche dient, ist bereits seit dem Mittelalter in Umlauf, um eine Benachteiligung oder Nichtberücksichtigung auszudrücken. Nach dem Holocaust bekam diese Redewendung jedoch eine neue Bedeutungsdimension und soll laut dem Leitfaden für einen nicht diskriminierenden Sprachgebrauch des österreichischen Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit nicht mehr verwendet werden. Es geht um den Ausdruck oder die Redewendung durch den Rost fallen, die Sie heute zweimal beim Tagesordnungspunkt 4 verwendet haben. Und glauben Sie mir, es ist mir zuwider, die linke Sprachpolizei hier erinnert zu spielen, aber genau aus dem Grund, dass man da vielleicht einmal auch ein bisschen aufzeigt, dass so etwas nicht unbedingt immer nur böse Absicht und etwas zu unterstellen ist, sondern auch einmal aus Unachtsamkeit oder weil man es ganz einfach nicht besser weiß, passieren kann, will ich aber trotzdem auch ganz kurz die Aussendung der ÖVP von 4 Tagen nehmen und tausche nur das Wort Kickl gegen Zwatzl aus. Dass Zwatzl eine solche Redewendung, die für so viel Leid und Terror steht, in ihrem Sprachgebrauch hat, ist erschütternd und völlig inakzeptabel, äußerte sich die stellvertretende ÖVP-Generalsekretärin Gabi Schwarz in einer Aussendung, gegangen ist um das Wort Rollkommando, und das Rollkommando wurde übrigens auch schon vor einiger Zeit in einem Antrag in Wien von der ÖVP verwendet, nur so nebenbei. Und nein, Frau Bundesrätin Zwatzl, ich unterstelle Ihnen gar nichts, weil ich weiß, Sie haben damit genauso wenig zu tun wie wir alle. Aber eines will ich schon aufzeigen, denken Sie in Zukunft nach, bevor Sie mit erhobenem Zeigefinger dann hier solche Schimpftiraden über Nazisprecher oder Sonstiges loslassen. Zuerst zum Tagesordnungspunkt 15. Da geht es um die verbrauchsabhängige Abrechnung von Heiz- und Warmwasserkosten. Viele, die in einer Wohnung leben oder schon einmal gelebt haben, die kennen das wahrscheinlich. Wenn sie eine Hauszentralheizung haben, dann kommt einmal im Jahr jemand vorbei, der liest ab. Dafür gibt es sogar eine gesetzliche Verpflichtung. Und natürlich verstehen wir jetzt die Ängste und Sorgen der Bevölkerung, wenn jetzt in dieser Phase fremde Personen von Wohnhaus zu Wohnhaus oder von Wohnung zu Wohnung spazieren sollen und vielleicht diesen Virus weitertragen könnten. Denn immerhin hat diese Regierung ja keine Gelegenheit ausgelassen, um alle Österreicher in Angst und Unruhe zu versetzen. Und deshalb werden wir hier auch keinen Einspruch erheben. Einen Kritikpunkt zu diesem Tagesordnungspunkt haben wir schon, und zwar angesichts der Tatsache, dass sich hier zwei Unternehmen diesen Markt größtenteils aufteilen, dass man nicht den Weg geht, die Österreicher dieses Mal zu entlasten von den Zahlungen der Ablesegebühren, denn unsere Landsleute müssen unter dieser von der ÖVP herbeigeführten Krise schon genug leiden. Es kann nämlich nicht sein, meine Damen und Herren, dass Leistungen, die gar nicht erbracht werden, dann auch vielleicht noch verrechnet werden. Und ich denke, der Bundesrat Nowak wird da in seiner Rede genauer darauf eingehen, was ich damit meine. Wir erheben, wie gesagt, keinen Einspruch, aber es gibt hier schon noch viel zu tun, womit man eben unsere Landsleute finanziell entlasten könnte. Zum Tagesordnungspunkt 14, hier werden wir sehr wohl Einspruch erheben. Einige Punkte sehen wir als durchaus sinnvoll an, aber wenn es darum geht, dass die Rechte einzelner Personen beschnitten werden, meine Damen und Herren, auch wenn es sich dann zum Beispiel um einen Untersuchungshäftling handelt, geht uns das einfach zu weit. Wir kennen das ja inzwischen von der ÖVP, die pfeifen sich nicht viel um Gesetze, kurz gesagt auch nicht um etwaige Verfassungskonformität von Gesetzen.
Für uns ist das aber schon wichtig und auch der Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der beinhaltet ja unter anderem auch das Gebot des fairen Verfahrens der Unmittelbarkeit, und dieses Prinzip der Unmittelbarkeit ist sehr wichtig, denn in einem Verfahren sollen alle Beteiligten die Chance haben, vom Richter bis zu den geschworenen Schöffen, wer halt beim so ein Verfahren dabei sein kann, bis natürlich auch zur Rechtsvertretung direkt agieren, aber auch reagieren zu können und hier sich einen ungefilterten Eindruck von Mimik und Gestik gewinnen zu können. Das geht dann sogar so weit, dass man im Strafrecht mit Ausnahme von ganz besonders gefährlichen Straftätern aber auch die Handfesseln im Gerichtssaal abnehmen muss, damit eben der Beschuldigte entsprechend gestikulieren kann. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum das viele von der ÖVP das mit den Masken hier so zelebrieren. Kurz gesagt, vielleicht will die ÖVP ja da etwas verbergen, denn die Mimik könnte es ja verraten. Aber die Möglichkeit, Verfahren über Video abzuwickeln, generell, das kann im Zivilrecht eben durchaus sinnvoll sein, wie wir es bereits gehört haben. Wobei natürlich auch hier die Gefahr besteht, dass aus taktischen Gründen eine Partei eben nicht zustimmt und damit die Verhandlung auf das nächste oder bis zum nächsten Jahr, weil er irgendeinen Vorteil daraus hat, verzögern kann. Und abgesehen davon sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich hoffe ja doch, dass möglichst rasch wieder alles seinen halbwegs normalen Gang gehen wird. Und somit sehen wir das eher als Sparmaßnahme in der Justiz, als aus Gründen des Gesundheitsschutzes, denn in den allermeisten Gerichtssälen, seien wir uns ehrlich, da ist genug Platz. Ja, natürlich ist es so, dass auch die Covid-19-Maßnahmen bei Verfahren einen Rückstand Verhandlungen produziert haben, aber wir haben ja gesagt, und das wurde heute auch schon mehrmals von unserer Seite betont, der Shutdown oder der Lockdown, wie auch immer das genannt wird, war das richtige Mittel. Das war das richtige Mittel. Das Problem ist, diese Regierung hat es ganz einfach verschlafen. Leider ist es mit wochenlanger Verspätung und dann erst gekommen, wahrscheinlich weil der Zuruf aus Israel stattgefunden hat, so wie der Herr Kurz das ja selbst in einem Interview gesagt hat. Und dass die jetzige Entwicklung eine sehr positive ist, darüber freuen wir uns alle. Aber, meine Damen und Herren von der Regierungsbank, Sie verschlafen es schon wieder, weil es ist schon lange Zeit, die Maßnahmen zurückzunehmen und diese Regierung endlich wieder nach oben zu fahren. Und weiß nicht, vielleicht wartet der Kurz ja wieder auf einen Anruf aus Israel, ich weiß es nicht, aber zurück zum Rückstau bei den Verfahren, das gibt es ja auch vorher schon. Also es gab vorher schon einen gewissen Rückstau an Verhandlungen. Warum? Weil ganz einfach unsere staatserhalteten Einrichtungen die letzten Jahrzehnte personell als auch materiell in Wahrheit zu Tode gespart wurden. Und dazu zählt leider auch die Justiz und die Justizwache. Und ich denke, wir alle hier wissen, wer die Hauptverantwortung dieses zu Tode Sparens trägt, denn es gibt nur eine einzige Partei, die durchgehend in der Regierungsverantwortung war, die seit 2008 die Justizminister gestellt hat und noch viel länger jene, die in Wahrheit die Hauptverantwortung daran tragen, am zu Tode Sparen des Staatsapparates, nämlich die Finanzminister, allesamt von der ÖVP. Und dafür kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, schämen Sie sich, liebe ÖVP, das ist einzig und allein Ihr Versagen und ich hoffe, es war nur Versagen und nicht mit Vorsatz. Und ich will die heutige Sitzung auch als Gelegenheit nutzen, ein paar Worte zu der Arbeit meiner Kollegen in den Justizanstalten zu sagen. Dort haben nämlich alle Mitarbeiter in den vergangenen Wochen unter schwierigsten Bedingungen gearbeitet, noch schwieriger als sie sonst schon sind. Und ja, sie waren es, die Insassen dazu gebracht haben, eben alle Maßnahmen auch mitzutragen. Und liebe Kollegen, ich bedanke mich für euren Einsatz und ich bedanke mich für eure Leistung. Und ich weiß, von meinem Danke habt ihr nicht viel, aber es geht letztendlich um die Wertschätzung. Wir wissen, was ihr leistet. Und gerade darum sehe ich es auch ganz ehrlich immer kritisch, wenn sich hier die ÖVP herstellt und zu verschiedenen Berufsgruppen Danke sagt.
insbesondere eben auch bei der Justizwache, denn die ÖVP hat es in der Hand. Die ÖVP könnte den Personalmangel abstellen, der gleichzeitig nicht nur ein Personalmangel, sondern auch ein massiver Sicherheitsmangel in erster Linie für die Kollegschaft darstellt. Aber die ÖVP tut es einfach nicht. Und Sie, meine Damen und Herren von der ÖVP, stellen sich dann hierher mit Krokodilstränen und sagen, danke, was ihr nicht alles Tolles leistet. Und ihr wisst ganz genau, wie es in Justizanstalten zugeht, weil auch ihr habt da Verbindungen hinein, aber ihr macht nichts dagegen. Ja? Und meine Damen und Herren, dieses Fake-Danke, und man muss es schon als Fake-Danke bezeichnen, das muss die Exekutive hinnehmen, dass sie jetzt beim Pensionssystem die größten Verlierer sind. Das ist auch vor wenigen Tagen aufgetaucht. Also bekannt ist es schon länger, aber jetzt ist es natürlich aktuell. Durch den Entfall der Durchrechnungsdeckelung bei der Exekutive sind die, die über jahrelang Überstunden geleistet und dafür natürlich auch Pensionsbeiträge bezahlt haben, die größten Verlierer in der Pension. Weil diese Deckelung der Durchrechnungsverluste bereits im Jahr 1997 eingeführt wurde, unter SPÖ und ÖVP beschlossen, eben um die damals nicht absehbaren Verluste einzugrenzen. Gleichzeitig wurde damals aber auch festgelegt, dass dieser Deckel im Jahr 2020 für alle ab dem Jahr 1959 geborenen Kollegen entfällt. Und da reden wir von monatlich von bis zu 300, 400 Euro, die die Kollegen verlieren in der Pension. Und um diese Ungerechtigkeit zu reparieren, hat die FPÖ voriges Jahr bereits im September einen Antrag eingebracht. Und dieser Antrag wurde ganz einfach im Verfassungsausschuss von der ÖVP schubladiert. Und die Justizwachebeamten stehen jetzt dabei sogar noch schlechter da als ihre schon schlecht gestellten Kollegen von der Polizei, weil die Justizwachebeamten haben nicht einmal die Möglichkeit einer Schwerarbeiterregelung. Darum, liebe ÖVP, sage ich Ihnen eines, sparen Sie sich Ihr geheucheltes Fake-Danke. Auch in vielen anderen Bereichen seien Sie einmal ehrlich und reparieren Sie diese Ungerechtigkeiten.